Was wir hier zeigen, ist Safe Entry Exit, unsere neue Alternative zu klassischem Muting in der Sicherheitstechnik. Wir verzichten hierbei auf die klassischen Muting-Arme, also vier Sensoren, die man einstellen muss, die sich verstellen können, weil wir sagen, häufig haben unsere Kunden ihren Prozess so weit im Griff, dass sie sowieso wissen, wann ein Transportgut einen Sicherheitslichtvorhang unterbricht. Was wir benötigen, ist ein Prozesssignal aus einer Standardsteuerung. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel wissen wir, wann unser Förderband losläuft und wir wissen, 4 Sekunden später ist dann unser Transportgut 200 mm vor dem Sicherheitslichtvorhang. Dann erwarten wir eine Unterbrechung für 2 Sekunden, dann sind wir wieder maximal 200 mm vom Sicherheitslichtvorhang entfernt und können das Transportgut einfach durchlassen. Das zeige ich hier mal. Wir drücken auf Start, dann läuft es hier an. Wir sehen, das Prozesssignal kommt. Der Sicherheitslichtvorhang wird unterbrochen, wie erwartet. Er wird wieder frei, unser Prozesssignal geht weg und der Sicherheitslichtvorhang ist jetzt wieder scharf, um Personen zu detektieren. Unser Gesamtsystem besteht aus jeder Typ 4 berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung von SICK in Kombination mit unserer FlexiSoft-Sicherheitssteuerung und natürlich der Software. Darauf haben wir eine EG-Baumusterprüfung, also dieselbe Sicherheit, die Sie auch mit jedem Lichtvorhang von SICK schon kennen. Das heißt, das Gesamtsystem ist zertifiziert. Wir erreichen Performance Level E, wenn wir das Prozesssignal von einer Sicherheitssteuerung sicherheitsgerichtet bekommen. Wir erreichen mindestens Performance Level D, wenn das Prozesssignal von einer Standardsteuerung kommt. Einzige Bedingung, das Signal darf nicht leicht zu manipulieren sein. Ein weiterer Vorteil von unserer Kombination aus BWS, FlexiSoft und der Logik ist, dass wir hier die ganzen Diagnosedaten zur Verfügung stellen können. Wenn wir beispielsweise einen Fehler haben, ich nehme einfach jetzt mal das Transportgut runter, das heißt, wir haben zwar eine Muting-Anforderung, aber keine Unterbrechung des Lichtvorhangs. Das bedeutet jetzt schon, dass wir erstmal im Vergleich zu klassischen Muting-Systemen nicht sofort auf Rot schalten, also nicht sofort die Anlage stoppen, denn solange noch kein Mensch durch den Sicherheitslichtvorhang gegangen ist, ist auch noch niemand in Gefahr. Diese Information kann unsere Steuerung jetzt aber durch unsere Gateways an jede übergeordnete Steuerung weitergeben oder an eine Cloud weitergeben. Das heißt, die Information, dass wir in der Muting-Anforderung sozusagen einen Fehler hatten, die ist schon vorhanden. Jetzt kann jemand an die Anlage gehen, schauen, ob alles in Ordnung ist, ob sich irgendjemand im Gefahrenbereich befindet. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich diesen Fehler schon quittieren, noch bevor die Anlage jemals in den sicheren Zustand gegangen ist. Und wenn dann mein Transportgut kommt und die Prozessfolge wieder richtig ist, dann läuft die Anlage wie gewohnt weiter. Das heißt, wir haben hier einen hohen Produktivitätsgewinn. Weitere Diagnosedaten sind natürlich auch verfügbar. Das heißt, wir haben zu lange den Lichtvorhang unterbrochen, wir haben ihn zu kurz unterbrochen, die Anforderungen kamen zu früh, zu spät. Diese ganzen Daten sind vorhanden und können dann später im Sinne von Industrie 4.0 auch ausgewertet werden.